klatsche in die Hände. Oh, ich muss nochmal klatschen. Wir haben jetzt von den großen Plänen gehört, die diese Welt umspannen. Wie, liebe Evelyn, würde man euch und dich finden, um Kontakt aufzunehmen? Wir haben zwei Webseiten. Die Webseite der Human Dignity and Humiliation Studies ist ganz einfach humiliationstudies.org. Auf diese Seite muss man klicken und dann gibt es dort eine Möglichkeit, auf Contact Us zu klicken und dadurch kommt man dann in Kontakt mit uns. Diese Seite besteht seit 2003. Die worlddignityuniversity.org Seite, die ist noch im Aufbau. Wir werden dort auch eine Möglichkeit einbauen, natürlich uns zu kontaktieren, aber diese Seite ist noch sehr frisch. Wie ist die Idee entstanden, eine solche Universität zu gründen? Die Idee ist entstanden in vielerlei Hinsicht. Wie ich schon sagte, seit 35 Jahren lebe ich global und ich habe am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es ist, globale Beziehungen zwischen Menschen zu kreieren, zu bauen, zu stärken. Nicht zwischen Kulturen, nicht zwischen Organisationen, sondern zwischen Menschen. Und World Dignity University klingt so ein bisschen bombastisch und wir wollen, dass es gibt nur. Wir haben also eine lange Liste von anderen Namen und sind dann immer wieder doch auf World Dignity University zurückgekommen. Auch obwohl es so bombastisch klingt, weil alle anderen Namen klingen auch bombastisch. Aber unser Ziel ist es, nicht etwas Bombastisches, nicht eine andere United Nations, nicht eine Organisation, die in ihrer Bürokratie und ihrer Inflexibilität ertrinkt, zu kreieren, sondern einen Prozess der Zusammenarbeit von Menschen. Das ist unser Ziel. Und die Jahre, die ich erfahren habe als Weltbürger, die haben mich motiviert, das anzustreben. Auch wenn ich weiß, dass manche sehr zurückweichen, wenn sie etwas von Globalisierung hören. Es hat sehr, sehr, sehr negative Seiten. Ich sage immer, I would like to that we humanize globalization through egalization. Ich möchte, dass wir die Globalisation, die wir im Moment haben und die nicht human ist, dass wir sie humanisieren. Und wie können wir das tun? Indem wir gleiche Menschenwürde in die Welt bringen. Und dafür brauchen wir auch Teile der Globalisierung, denn dadurch können wir andere Menschen als Menschen wirklich treffen. So, das ist die Idee und wir sind ein Team von 4 Leuten im Zentrum dieser Arbeit und ungefähr 1000 Leute, die wir persönlich eingeladen haben und laden haben und 4000 auf unserer Adressenliste. 40.000 Menschen lesen unsere Webseite von 180 Ländern jedes Jahr. Unsere Webseite ist ganz oben, also Human Dignity and Humiliation Studies Network Webseite kommt ganz oben, wenn man googelt. Es also hat sozusagen ein sehr, sehr hohes Rating, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und ein sehr hohes Rating für Qualität. Und diese letzten, seit 2003, diese 7, 8 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, wir organisieren jetzt unsere 17. Konferenz, diese Erfahrungen haben uns ermutigt, diesen Schritt zu gehen und wirklich eine World Dignity University zu bauen. Es sind eigentlich wirklich die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es ist keine Theorie, der wir folgen, sondern es sind wirklich ganz, ganz handfeste Erfahrungen, die uns diesen Schritt machen lassen. Noch eine ganz praktische Frage. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass diese Lektionen, dieses Treffen überall auf der Welt sein kann? Oder ist es sowohl im Internet alles sichtbar? Wie geht es? Gibt es einen Raum oder... Wie ist es? Ja, das tut mir leid, dass ich das nicht früher erklärt habe, weil das normalerweise eine der ersten Fragen ist, die gestellt wird. Braucht ihr nicht Räume? Wo ist das Hauptquartier? Wir haben jetzt die Erfahrung mit Human Dignity and Humiliation Studies, dass es sehr gut ist, kein Hauptquartier zu haben,
und dass es auch sehr gut ist, keine festen Räume zu haben. Wir haben die Hoffnung, dass wir die World Dignity University so ausarbeiten können, dass es wirklich Unity in Diversity, Einheit in Vielfalt, auch in der Weise ausdrückt, wie es geschieht. Ich zum Beispiel kann es so tun, dass ich meine Vorträge aufnehme, Videotape, jeder andere kann das auch, die können wir zum Beispiel auf das Netz setzen. Ich kann auch eine Mischung machen aus Face-to-Face und Online. Das heißt, dass ich Studenten zu einer unserer Konferenzen einlade und da treffen wir uns und dann haben wir einen Kursus online und dann treffen wir uns bei der nächsten Konferenz ein Jahr später wieder. Das heißt, man kann, jeder Professor der an der World Dignity University kann im Sinne von Einheit in Vielfalt seinen eigenen Weg oder ihren eigenen Weg finden. Wie möchte ich mit meinen Studenten kommunizieren? Wie möchte ich sie einladen oder was möchte ich mit ihnen machen? Also auch dort in der Struktur möchten wir diese Vielfalt erhalten. Heißt das, dass man sowohl, dass jetzt die Aufforderung von dir ist, sowohl seine Themen anzubieten, um eben Teacher zu sein, wie auch an andere, die es interessiert, zu sagen, hey, das ist genau mein Thema, da möchte ich hinhören? Ist das so? Ist ja, also okay. Jeder, der jetzt hier zuschaut, ist eingeladen, nachzudenken, habe ich Lust beizutragen? Und wenn ja, wie kann ich beitragen? Habe ich ein Arbeitsfeld, das man aus der Perspektive von Menschenwürde beleuchten könnte? Und wenn ja, wäre der nächste Schritt, ein solches Video aufzunehmen und das zu erklären. Und der nächste Schritt danach wäre zum Beispiel einen zweistündigen Vortrag aufzunehmen auf Video. Und der nächste Schritt wäre dann, ein Seminar zu entwickeln und dann zu sehen, wie kann man das organisieren, jetzt organisatorisch. Und das bedeutet auch, dass man zu seinen Kollegen und ihren Kollegen geht und sagt, ja, guck mal, hier ist eine Initiative, vielleicht hast du Lust, einen Beitrag zu machen. Und so, dass Studenten in Asien, in Afrika, überall auf der Welt die Gelegenheit haben, unsere Forschung kennenzulernen und zu sehen, wie wir diese Forschung aus der Perspektive von Menschenwürde beleuchten. Es sind verschiedene andere Aspekte damit verbunden, auch zum Beispiel das Menschenrecht auf Ausbildung, was im Moment nicht ausreichend realisiert wird. Es gibt große Menschengruppen, die dieses Recht auf Ausbildung einfach nicht haben oder nicht nutzen können. Wir hoffen, dass da die Weltuniversität auch einen Beitrag leisten kann und dass sie einen Beitrag leisten kann zu mehr akademischer Freiheit und so weiter. Es gibt noch sehr viele andere Aspekte. Gibt es schon andere Universitäten, mit denen du arbeitest oder an denen du arbeitest? Ich selbst als Weltbürger bin mit sehr vielen Universitäten überall auf dem Globus verbunden. Nicht nur Universitäten, ich bin zuerst immer mit Professoren, die dort arbeiten, verbunden, mit Menschen. Und eine meiner wichtigsten Anbindungen ist die Universität in Oslo. Es gibt eine Anbindung, die ich habe, at Columbia University in New York City, dann la Maison des Sciences de l'Homme in Paris und verschiedene andere in der Welt. Ich bin immer lose angebunden, und um eben global arbeiten zu können. Unsere Anbindungen, wir haben wie gesagt 1000 Mitglieder, die wir persönlich eingeladen haben und deren institutionelle Anbindungen sind auch unsere Anbindungen. Also wir würden sagen, dass unsere World Dignity University sowohl multilokal, multicentered ist, als auch global durch das Internet. Also die Synergie, die das Internet ermöglicht, multilokal zu sein und global zu sein. Werden diejenigen, die an dieser Universität mitarbeiten, einen Beitrag außer ihrer Arbeit und ihrem Kopf und ihrem Geist leisten? Jeder ist eingeladen, mit seinen und ihren Ideen beizutragen, was immer es sein mag. Wie gesagt, es soll ein Prozess, ein Wachstum sein, ein Wachstumsprozess. Diese World Dignity University wird nie fertig sein. Es wird nie eine homogene Organisation sein, es wird immer ein Prozess, ein Wachstumsprozess sein.
Ich würde gerne noch ein Wort zu den finanziellen Ressourcen oder Unterstützern oder Notwendigkeiten hören. Unsere Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass es sehr wichtig ist, widerstandsfähig zu sein. Im Englischen resilient. Gerade im Moment kämpft das USIP, Friedensinstitut in Washington, weil plötzlich die Finanzierung gestrichen wird. Da ist also ein traditionsreiches Institut, das sehr gute Arbeit leistet und geleistet hat, und plötzlich ist die Initiative weg, nur weil die Geldgeber nicht mehr da sind. Das heißt, wir haben gemerkt, dass es sehr wichtig ist, alles sehr, sehr breit zu streuen. Die Metapher, die wir benutzen für unsere Arbeit, ist die Metapher eines Baumes. Wir im Zentrum, die Gruppe von vier, die wir im Zentrum für arbeiten, wir versuchen, die Wurzeln und den Stamm dieses Baumes so stark wie möglich zu machen und laden jeden ein, einen eigenen Zweig auf diesen Baum zu pflanzen und einzupflanzen und zu kreieren, wachsen zu lassen. Und jeder wäre dann in der Situation, dass er oder sie mit uns in Zusammenarbeit diese finanzielle Frage diskutieren müsste. Ich danke sehr herzlich. Ich Alles danke. Gute. Ich danke.